Ja, servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Stellaris, hier mit dem tausendjährigen Reich am Start. Und ja, die Lage könnte prekärer nicht sein, das muss man mal so festhalten. Wir sind in einem Krieg, und zwar nicht in irgendeinem Krieg, sondern im Krieg mit allen unseren Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, mit dem Krieg, der alle Kriege beendet, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir sind im Grunde im Krieg mit allen unseren Nachbarn, also wir sind im Krieg mit den Temmler, wir sind im Krieg mit den Fellnolls hier unten, wir sind im Krieg mit den Lübeckern und mit wem eigentlich noch? Warte mal. Lübecker, mit den Istaki noch, genau hier unten, die Republik der Istaki. Und gegen die alle führen wir aktuell Krieg und sind. Ja, haben eine schwere Niederlage erlitten, muss man sagen. Sind hier zurückgeworfen worden aus dem Kontingenzsektor, den wir hier ja eigentlich als Barriere, als große Befestigung gegen Feinde aus dem Norden etablieren wollten. Dieses System hier in Ferkat oder Perkat, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie man das im Endeffekt ausspricht. Dieses System ist leider gefallen an die Lübecker und es bleibt abzuwarten, wie der Vorstoß der Feinde weitergeht. Wir haben allerdings hier unsere Flotte, jetzt aktuell massiv aufgebaut, muss man sagen. Wir haben auch Korvetten aus verschiedenen anderen Flotten. Wir haben ja hier zum Beispiel die Tubans, ne, die heißen irgendwie anders, gell? Die, warte mal. Die Husko. Genau. Die Husko-Liga oder wie die hießen, haben wir integriert. Haben jetzt hier auch einen weiteren Planeten mit dieser Wüstenwelt. Und wir werden sehen, was da die Zukunft bringt. Die Husko ja aktuell so ein bisschen bei uns wohnhaft. Keine vollen Staatsbürger, das können bei uns nur Menschen sein. Das ist unserer xenophoben Art geschuldet hier. Wo steht's? Hier. Xenophob, genau. Kann Aliens keinen vollen Militärdienst und keine volle Staatsbürgerschaft gestatten. Okay. Was ist jetzt für uns der nächste Schritt? Also, wir haben ja hier unten diesen Sektor jetzt großräumig besiedelt. Das ist schon mal eine super Sache. Hier sind auch Planeten, die man perspektivisch terraformen oder einfach besiedeln kann. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen, was da unsere Strategie ist. Wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, in welcher Reihenfolge wir was machen sollten. Also ich bin eigentlich dafür, wir warten darauf, bis wir terraformen können vernünftig. Und terraformieren dann diese Welten in kontinentale Welten und besiedeln sie mit Menschen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Dann haben wir hier noch einen starken Sektor, der perspektivisch richtig uns wirtschaftlich was bringen kann. Das ist, glaube ich, eine super Sache. Gut, ansonsten, wir sammeln unsere Flotte jetzt, glaube ich, mal in Jumla, in unserer Flottenbasis hier. Die vierte Flotte ist hier schon vor Anker, die dritte Flotte auch. Also, geht eigentlich ganz gut. Fassen wir die mal zusammen vielleicht. Die Transporter liegen ja auch vor Anker. Genau, und auf Verkat bauen wir ja aktuell auch Truppen. Angriffsarmeen. Um zu verteidigen. Ja, das ist der Plan. Die Feinde können, glaube ich, auch ohne Verkat eingenommen zu haben, also den Planeten Verkat, ohne diesen Planeten eingenommen zu haben, können sie, glaube ich, ins nächste System nach Homam hüpfen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie verhindern können. Ich glaube nämlich, man kann theoretisch mit einem Gebäude irgendwie so planetare Inhibitoren quasi bauen. Ich weiß aber nicht, mit welchem. Oder ob wir das schon freigeschaltet haben überhaupt. Flottenkapazität, Verteidigungsarmeen, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Das würde zwar streng genommen was bringen, so ein Bollwerk jetzt zu bauen, aber das ist kein Inhibitor. Ich glaube, wir bauen aber trotzdem mal hier ein Bollwerk. Das kann nur was bringen und wir haben viele Mineralien. Kriegen auch 200 im Monat. Genau, das ist unsere große Front hier gegen die Lübecker. Das ist eigentlich das Einzige, was wir aktuell bespielen müssen. Ich meine, hier gegen die Temmler ist aktuell überhaupt kein Problem, weil hier ja die ehrwürdigen Alten vorrücken und wir haben hier auch besetzte Systeme unserer Föderation. Haben wir eigentlich hier noch Systeme beansprucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau. Diese zwei hier. Da war ein Planet, gell? Ja. Den wollten wir hier irgendwie so zum Grenzplaneten ausbauen, zur Festung gewissermaßen gegen die ehrwürdigen Alten. Das war so der Plan. Genau, lassen wir mal die Zeit laufen, denn es ist im Augenblick gar nicht mal so viel für uns zu tun. Wir müssen warten, bis unsere Flotten alle ankommen. Skywatch is tracking a new enemy fleet. Okay. Warte mal.
Weinferkate, okay, ja. Weinflotten in der Nähe, ah, cool. Zeitkritisches Projekt Trümmer in Terebellum. Kannst du mir mal zeigen, wo das ist? Ah, hier oben, nee, keine Chance. Also da kommen wir nicht hin. Wir haben hier ein Forschungsschiff. Das soll sich mal bitte nach Asterion begeben. Das zweite unterstützt Forschung auf der Erde. Das ist in Ordnung. Gut. Die Kriegsmarine. Ich hoffe wirklich, dass die Kriegsmarine in Jumla wieder erscheint. Wenn sie erscheint. 15.12. Einen Monat müssen wir noch warten. Die Sternbasis in Ossek hat ihre Baureihe beendet. Okay. Wir haben jetzt hier gar keine Festung mehr im Weg, oder? Also wir hatten Ferkat, wollten Ferkat ausbauen, aber die haben es erobert. Das bedeutet, dieser ganze Weg hier ist streng genommen jetzt ohne Festung frei. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich unsere Flotte irgendwie hier in diese Engstelle bekommen. Hier Talasus, Asterion, Edsmyke. In dem Bereich, dass wir die Feinde aufhalten können. Ich weiß nicht, ob die jetzt gleich nachsetzen werden oder ob die noch... vielleicht das System hier oben erobern wollen oder hier einfach eine Verteidigungslinie erstmal errichten und den Planeten erobern. Ferkat. Das ist nicht so ganz klar. Die könnten natürlich auch anfangen, den Planeten zu bombardieren. Das wäre natürlich auch möglich. Warte mal, hier Armee. Ne, da haben wir nur Bollwerk. Man kann irgendwie auch so einen planetaren Schildgenerator bauen, der dann... Bombardements abhält. Weil wenn die jetzt anfangen, Ferkat großflächig zu bombardieren, dann brauchen wir da gar nichts mehr bauen oder so. Dann ist da gleich Schicht im Schacht. Okay. Ansonsten, hier bauen wir entsprechend, ja. Hier auch, ja. Das soll eine Legierungsgießerei werden, Tuban. Okay. Wir haben genug Konsumgüter. Wir haben nicht genug Reichsausbreitung. Das ist echt ein Problem. Warum, hör doch mal. Wollen wir wirklich zwei Gießereiwelten schon haben? Ich meine, Asterion, ja. Müssen wir perspektivisch vielleicht ein paar Leute hinsiedeln nach Asterion. Dass da alles glatt läuft. Na gut, Sektoren können wir einklappen. Schauen wir mal, was sich noch ergibt. Wir können eine Tradition wählen und ich denke... Nehmen wir vielleicht mal die Föderation. Dann haben wir einen Gesandten mehr und können den zur Föderation schicken, dass wir auch mal eine Föderationserfahrung gewinnen. Hier Gesandten zuweisen, Bernadette Leclerc oder so. Und wir gewinnen tatsächlich endlich mal an Kohäsion. Oh Mann. Warte mal, welche Ethiken sind denn das Problem? Bringt es was, wenn wir die Nagyari-Kirche integrieren müsste eigentlich? Ja. Können wir aber, glaube ich, nicht im Krieg. Oder? Doch, cool. Geht tatsächlich. Machen wir. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn dann... Ich weiß nicht, ob das dann auch unserem Kernsektor noch zugeschlagen wird, diese zwei Systeme. Oder dieses eine zumindest. Ansonsten können wir ja überlegen, ob wir da noch einen Vasall erstellen, den wir irgendwie hier so als Grenzland etablieren oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das. Gut. Die Kriegsmarine ist in Jumla. Wunderbar. Okay. Konstruktionsschiff, Transportschiff. Dann hier, ich glaube, warte mal. Legen wir mal die Flotten zusammen. Hä? Es sind doch nicht so viele Schiffe, oder? Flottenmanager. Kriegsmarine? Du hast ganz viele Korvetten noch mit drin. So. Ihr könnt euch nicht zusammenlegen, okay? Wait, Kriegsmarine, also. Pass mal auf. Korvetten hier, das sind Schiffe, die sind noch nicht da, okay. Das sind auch Korvetten. Korvetten und Korvetten. So. Das wird die Eingreifflotte, die neue.
Okay. 11 von 0 Korvetten. Das heißt, hier sind Korvetten drin oder sind keine Korvetten drin? Okay, es sind welche drin. Moment. Dann kommen die natürlich auch noch in die Eingreifflotte. Haben wir hier 29. Da sind Korvetten und Zerstörer. Okay, aber die Flotte ist noch nicht da. Da sind Korvetten. Legt euch zusammen. Hallo? Station reports enemy contact. Hä? Wo ist die? Ach, ist sie gerade noch angekommen? Ah, true. Das ist ja ein Zufall. Dass wir gerade anfangen, die Flotte zu managen, wenn das Schiff gerade da irgendwo ist. Und ich denke, es ist schon angekommen, aber ist es noch gar nicht. So. Hier noch zwei Zerstörer. Okay. Die kommen dann zur Kriegsmarine. Und 16 Zerstörer. Jetzt ist die Frage, das Schlachtschiff ist ja komplett kaputt. Das hat noch 63 Trefferpunkte. Das ist ja... Oh Gott, oh Gott. Mhm. Oh mein Gott. Das arme Schlachtschiff, wirklich. Das muss ja so kaputt sein. Okay. Warte mal. Ihr dürft weiter nach Hause fliegen, ja? Wir brauchen eh noch ein bisschen. Also, wenn wir hier die Flotte verbessern wollen... Gehen wir erstmal den Schiffsdesigner durch. Also, wir haben keine moderneren Laser, keine modernere Punktverteidigung. Hier passt auch alles soweit. Genau, wir können einen besseren Gefechtscomputer etablieren. Hier passt auch alles soweit, ja. Die Caesar-Klasse wird also upgraded. Keine besseren Laser, hier passt auch alles. Aber auch ihr kriegt einen besseren Gefechtscomputer und vielleicht eine Panzerung mehr. Das finde ich eigentlich ganz gut. Panzerung regeneriert zwar nicht, aber wir haben bessere Panzerung als Schilde. Und grundsätzlich glaube ich... Warte mal. Wie ist denn das Schiffsdesign der Gegner? Wissen wir das? Die benutzen schon viele Gauss-Geschütze. Die machen halt an Panzerung weniger Schaden. Deswegen glaube ich, ist tatsächlich Panzerung der Call. Ich glaube, das ist gut, ja. Schauen wir auch mal, dass wir die Stationen upgraden. Eine Panzerung mehr vielleicht. Die Leonidas-Klasse. Okay, dann muss die Flotte einmal komplett in die Werft. Gehen wir zuerst mal diese Schiffe an. Und dann die Eingreifflotte. Und ihr dürft noch hinfliegen, genau. So, Senatssitzung. Hier wird aktuell abgestimmt, Astralstudiennetzwerk. Durch die Verknüpfung unserer Sternbasen zu einem massiven Sensornetz können wir die Qualität der gesammelten Daten erheblich verbessern. Ja, Bedeutung von Technologie erhöht sich, das ist nicht so relevant. Sensorreichweite ist interessant. Die Sternenbasen-Unterhaltskosten erhöhen sich. Aber auch die Forschungsstation, der Forschungsstation-Output. Da sind wir auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Machen wir das mal. Und wir haben eine Technologie erforscht, nämlich gerade sind die erweiterten Gefechtsrollen fertig geworden, deswegen hatten wir die auch jetzt. Gibt es noch eine Informatiktechnologie? Ja, hier. Unterraumsensoren und schwarzes Loch. Observatorium. Das ist die Frage. Gehen wir jetzt darauf oder versuchen wir unsere Schiffe jetzt mittelfristig schon stärker zu machen, indem wir zum Beispiel einen UV-Laser erforschen? Oder die besseren Deflektoren? Ich glaube, das machen wir. 6 Monate dauert das nur. Vielleicht können wir die sogar noch auf den Schiffen einbauen. Ich weiß nicht, wie lange dauert das hier, der Einflug. Noch 1 Jahr. Okay. Hier sind ja teilweise auch Korvetten drin, die ganz andere Designs haben, oder? Genau, hier die Wattback-Klasse. Ja, nee. Die wird auch verbessert, ja. Machen wir. Okay. Und sie rücken tatsächlich vor, das HOMAM-System wird angegriffen. Also ich hoffe jetzt immer noch, okay, ich hoffe jetzt immer noch, dass einfach dadurch, dass sie keinerlei Ansprüche, also die Lübecker, keinerlei Ansprüche auf unser System erobert haben, dass sie da auch nichts erobern, ich weiß nicht, was ich gerade rede. Die Lübecker haben keinen Anspruch auf unsere Systeme erhoben. Nicht erobert, habe ich erobert gesagt, ich glaube schon. Und deswegen können sie keine Systeme erobern. Jetzt bin ich beieinander. Genau.
Die Fëanor haben natürlich Ansprüche. Ich glaube hier, das war alles Fëanor-Gebiet früher. Aber auch unsere Jungs haben Ansprüche auf die Fëanor, vor allem hier die Raxicodiums. Weil die Istaki haben auch Ansprüche auf die Raxicodiums. Alles nicht so einfach. Jetzt muss ich nur wieder aus dem Modus rauskommen. Reich-Kartenmodus, ja. Okay. Reparaturen abgeschlossen, Kriegsmarine und Eingreifflotte, sehr gut. Jetzt werdet ihr noch verbessert, right? Ah ja, hier die Schiffswerft wollten wir eh verbessern, aber wir haben zu wenig Legierungen, pass auf. Das geht natürlich gar nicht. Mhm. Ja. Ist schon gut, dass wir eine zweite Legierungsgießerei-Welt bauen. Wir brauchen ganz dringend hier zwei Schiffswerften mehr. Einfach um unseren Ausstoß zu erhöhen. Was ist eigentlich mit der Sonnensystembasis unserer Handelsstation? Die könnten wir theoretisch auf Stufe 3 auch upgraden. Dann würde sich die Sammelreichweite nochmal erhöhen. Ich meine, wir verdienen durch Handel aktuell 46 Credits und 23 Einigkeit. Ja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Mhm. Kriegsmarine wird verbessert. Okay, damit sind wir durch eigentlich. Es fehlt noch diese kleinere Flotte. Ich glaube, die nehmen wir nicht mit. Wir fliegen jetzt mit dem, was wir haben. Die Eingreifflotte wird von ihm hier schnell wieder sturm und aggressiv kommandiert, wie immer. Und die Kriegsmarine kriegt Himari Hayashi, unsere robuste Anführerin. Und Jeffrey Fowler, die Eingreifflotte, genau. So, und ihr zwei. Wir haben eine Kampfstärke von ungefähr 5000. Da können wir schon mitarbeiten. Ich würde sagen, wir versuchen mal, sie im Esmike-System abzufangen. Dann können wir nämlich hier noch unsere zivilen Vorhaben durchführen. Wir haben hier ein Konstruktionsschiff. Ah, da können wir nicht hin. Ihr fliegt nach Asterion. Hier, genau. In Isius. Dann können wir die nämlich fortsetzen und hier die beiden Sternbasen noch etablieren und eventuell auch hier mal einen Abstecher machen und diese Drohnen besiegen. Dass wir dieses System, diesen Sektor, muss man sagen, mal in Beschlag nehmen. Dann ist auch unser Schriftzug ein bisschen schöner. So. Kriegsmarine und Eingreifflotte sind verbessert. Das haben wir schon abgehakt. Also dieses Projekt glaube ich nicht, dass wir das noch hinkriegen. Da müssen wir jetzt sehen, wie schnell die Flotte ist. Brauchen schon deutlich länger. 570 Tage. Wenn ich jetzt den Anführer austausche, dann sind wir bei 550 Tagen. Okay, das macht jetzt eher so einen marginalen Unterschied, gell? Hm. 493 Tage. Spaceport reports enemy contact. Ah, jetzt doch. Okay. Sag mal, ist jetzt die Kriegsmarine schneller als... Skywatch is tracking a new enemy fleet. Ist jetzt die Kriegsmarine schneller als die Eingreifflotte? Ja, in der Tat. Junge. Schön. Na gut. So, die Lübecker sind in Verkehr. Oh Gott. Ah, es sind schon große Flotten da. Das muss man mal anerkennen. Heieiei. Hier gibt es eine Flotte der Sibulan, aber nicht relevant von der Größe her. Science Division reports a new breakthrough. Okay, verbesserte Deflektoren wurden erforscht. Die können wir dann gleich in dieser Flotte hier einbauen. Und wir gehen, glaube ich, auch gleich weiter. Entweder Schilde oder wir gehen in die UV-Laser. Ich glaube, zweiteres. Dauert nur über ein Jahr etwa. Ist völlig in Ordnung. So. Ja, wir müssen natürlich die Anführer dann wieder tauschen. Ihr seht das. Skywatch is tracking a new enemy fleet. Der Anführer ist wirklich wichtig. Ja, also, wir müssen jetzt mal schauen. Ihr hier seid bei 1300. Es wäre natürlich toll, wenn wir die Feindflotten so einzeln stellen könnten.
Hier brennt aber nichts an, oder? Also ich wäre jetzt wirklich froh, wenn zumindest in diesem einen Krieg, in dem Felnol-Temla-Krieg... Wenn in dem Felnol-Temla-Krieg mal Frieden geschlossen werden würde. Ich meine, hier ist noch ein bisschen was besetzt, aber von den Istaki. Hier gibt es auch wohl Schlachten. Bei den Sibulan sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ey, schließ doch bitte Frieden, ohne Schmarrn. Okay, die Nagyari haben eine Zweigstelle auf Tuban 4 gegründet. Okay. Was auch immer. Schön. Cool. Weil wir in der Föderation sind, glaube ich, müssen wir da gar nicht zustimmen. So eine Megakirche ist ja spielmechanisch auch so ein... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein Unternehmen, gell? Ja. Genau. Okay, was wollten wir machen? Konstruktionsschiff. Ihr könnt direkt mal dieses System beanspruchen. Sternbasis bauen. Ihr chillt hier in dem System. Okay. Genau, Corneforos gab es den Vorschlag, dass wir den Planeten doch einnehmen sollen. Glaube ich, werden wir sogar machen. Bin mir nicht ganz sicher, aber der Gedanke gefällt mir irgendwie. Also da... Okay. Ey, diese ständigen Meldungen, gell? Ich weiß nicht, kann man die irgendwie ausstellen? Ich meine, es ist schön, dass ihr mir meldet, dass ihr... Wie gesagt... Ja! Komm, wie gerufen, wirklich. Ich meine, es ist schön, dass ihr mir Bescheid sagt, wenn Feinde in der Nähe sind, aber... Ach, naja. Ich finde es ja wirklich faszinierend, wie viel schneller diese Flotte jetzt ist als die andere, obwohl hier ein Schlachtschiff mit dabei ist und das alles nur Korvetten sind. Ja, ist ja gut jetzt! Ja Gott, noch einmal... So, in Esmike errichten wir also unser Bollwerk gewissermaßen. Wäre natürlich super, wenn wir die Feindflotten getrennt stellen könnten, gell, habe ich schon gesagt. Vielleicht klappt es ja. Tracking enemy fleet. Construction complete. Okay, warte mal. Undock. Alles klar. Der Sektor sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber das lässt sich nicht vermeiden. Bauen wir dann hier mal Bergbau und Forschung und Bergbau und Forschung und mehr können wir eh nicht machen. Und dann hoffen wir, dass unsere Flotten in der Lage sind, die Feinde aufzuhalten. Ihr hier werdet mal upgegradet. Und zwar, wait, kann man umrüsten Cäsar-Klasse, umrüsten Alexander-Klasse. Und ihr werdet umbenannt in Reserveflotte, ganz offiziell. Wir müssen uns vorstellen, die Schiffe werden jetzt quasi umgebaut und die Besatzungen durch Menschen ersetzt, weil wir natürlich keine Aliens in unserer Flotte beschäftigen, das ist ganz klar. So, einmal umbauen bitte. Und rein technisch gesehen könnten wir auch noch mehr Schiffe bauen. So, auf 5 möglicherweise erhöhen. Oder 4. Bauen wir mal einen Zerstörer noch hinterher. Ganz oben von der Priorität. So, die ISS Colorado hat hier den Bau abgeschlossen. Das wissen wir schon. Hier wurde wieder eine Flotte entdeckt. Okay. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob diese Basis, diese neue Abfanglinie gewissermaßen in Esmike hält, ob wir die vielleicht vorverschieben können oder ob hier ein weiteres Mal besiegt werden. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und Servus.